Hallo, meine lieben Enten, und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play. Hier mit zu Animals. Animal Park. Ich muss erstmal mich daran gewöhnen. So. Erstmal hier direkt alle Blumen gießen. Und ja, wer hätte es gedacht? Level 5. Ich habe extra so das Ganze getimed und nicht mehr gespielt gehabt, damit ich zu Hause schön Level 5 machen kann. So, und es gibt hier eine Riesenschildkröte und ja, einen Ballonverkaufsstand. Hier so Eisenzaun und Eisenecke. Ah, okay. Und Tanne. Und was haben wir hier? Noch ein paar Blumen verschiedene. Und hier kriegen wir wieder einen Trog. Sehr gut. Den können wir direkt nachher einbauen. Bei den Pferden. Da ist auf jeden Fall nötig, sage ich mal. Ne? Also da muss man auf jeden Fall mal machen. Wir sammeln jetzt hier das Geld ein. Und ich habe auch ein schönes neues Tier. Seid mal gespannt nachher. Da kommt ein richtig schönes Tier. Ganz neu habe ich das. Aber erstmal müssen wir hier mit unseren Häschen spielen und die Punkte einsammeln. So. Ist mal was ganz Neues für mich. Hier, Müll einsammeln. Normalerweise machen wir ja eher andere Sachen. So. Spielen ist auch fertig und Punkte abholen. Ich glaube, das kann man auch alles automatisiert später machen. Ich meine... So, wir geben denen jetzt mal gutes Futter. Spielen nochmal mit denen. Ja, ja. So. Fertig gespielt. Und auch hier die Punkte abholen. Ja, falls der ein oder andere sich fragt, der mich kennt, wieso hörst du dich so komisch an? Ich habe die Nase zu schon seit ein paar Tagen irgendwie. Wieder Allergie, ihr kennt das Ganze. Den füttern wir jetzt hier billig. Billig füttern. Ah, aber spielen können wir auch noch mit dem. So. Ist immerhin unsere Highlight, ne? Also ist ja quasi das Nonplusultra, der kleine Süße hier. Kann man da noch näher ran? Nee, näher ran kann man nicht. So. Und jetzt machen wir das hier noch frei. Und ich hoffe, dass wir dann die 5 Besucher kriegen. So. Und jetzt gibt's ein Tier. Ich ziehe etwas ins... Ja, wieso gibt's die hier nicht? Ach, die kosten zu viel, oder? Nee. Riesenschildkröte haben wir doch. Löse die Aufgabe. Opas Herzenswunsch, um das Objekt freizuschalten. Aha. Opas Quest. Rettung des Zoos. Nein. Die Sachen haben wir doch. Müssen wir das irgendwie abgeben? Setz den Hasen aus dem Schuppen zurück ins Gehege. Und pflanze die Blumen. Ja, hallo. Moment. Gehege für Panda. Schönes Gehege. Rette den Zoo. Also irgendwie... Ich weiß ja nicht so recht. Ich blicke gerade nicht so durch. Wir haben auf jeden Fall noch ein Gehege. Das setze ich jetzt mal hier hin. So. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Sehr schön. Ja, und hier müssen wir dann halt mal gucken, ne? So. Ach ja, das ging ja nicht, das ging ja nicht. Das war ja versetzt. Also entweder... Ich tue den woanders hin. Oh nein, jetzt ist schon wieder so schlimm. Ich stelle den mal hier hin. So. Und das hier einen rüber, weil dann können wir auch den Weg machen. So. Oder... Noch besser. Zack, zack, zack. Wir stellen das
Nee, wir können das Gehege. Das sind ja zwei verschiedene Gehege. Kann ich eigentlich nicht direkt nebeneinander stellen? Lasst mich mal überlegen. Ich stelle das jetzt erstmal dahin, so ein bisschen weiter weg. Und das hier. Yahoo! Warum sind Wege wichtig? Oh nein. Jetzt sagen die mir, warum Wege wichtig sind. Aha. Gibt es keine mit dem Haupteingang verbundenen Weg, kann der Besucher nicht zum Tier und zum Shop. Okay, also das ist ein Problem. Platziere die. Ah, okay. Na gut, trotzdem werde ich jetzt den hier direkt da dran stellen. Also da sind zwei Gehege, die sind quasi direkt Nachbarn. Ne? Kann man machen? Muss man nicht. So, was haben wir jetzt? Wir könnten einen Hasen noch kaufen. Wir können auch ein Schwein kaufen. Ja, ein Schwein. Ein Schwein einfach. Oder ich habe eine Eule. Ja, Leute, ich habe eine Eule. So mal ganz nebenbei habe ich eine Eule. Tada! Wow, habe ich jetzt 9 Zoobesucher mit der Eule? Okay. Ich gebe dem Spiel. Ne, machen wir jetzt nicht, machen wir später. Ja, Herr Bürgermeister, wir haben Zoobesucher. Erstmal bleiben. Oh, erstmal. Sehr, sehr gut. 9 Besucher, Wahnsinn. Wow, und ein Level up direkt. Ja, Mai, das darf ja gar nicht wahr sein. Das geht ja heute ab wie Zunder hier. Schimpanse, Kaktus und Lilli. Lilie. Lilli. Lilie. Und Tanne und ein Waldgehege. Ja, Trog und Spielstamm. Gut, gut, gut. Und einmal Schwein kriegen wir hier als Belohnung. Cool. Ja, prima. Ah, Freunde, wie lädt mich ein Bekannter ein? Möchte dich jemand einladen, den du persönlich kennst, braucht er deine Supporter-ID. So, zu deiner Supporter-ID gelangst du über das Zahnrad. Dein Bekannter muss seine Support-ID im Einladebildschirm eingegeben. Fertig. Gut, das erkläre ich, glaube ich, noch woanders, noch ein andermal. Ich zeige meine Supporter-ID erstmal nicht. Das machen wir dann ein andermal. Kommen jetzt mal unsere Besucher richtig schön. Wir brauchen Verkaufsstände, Toiletten, bla bla bla. Genau. Mensch, ich habe jetzt so viel hier mehr Platz für die eulen Tiere. Hä? Wer sind Sie denn? Muffelmann. Muffelmann. Mein Name. Ich bin Ihr Nachbar und mir gehören alle Grundstücke, um diese, was immer das hier für ein Zirkus sein soll. Ein Zoo. Gut. Jetzt geht's bla bla bla. Ne? Das machen wir jetzt mal weiter. Und ich sag mal, das müssen wir dem dann halt abkaufen. Ne? Habe 10 Besucher und dann kriegen wir wahrscheinlich ein. Okay. Werbung. Mögen wir nicht. Muss nicht sein. Gucken wir mal. Pferde. Pferde, da wollte ich auf jeden Fall einen Trog hinstellen, damit die auch versorgt sind. So. Ganz nebenbei. So, ich muss. Tja, die Eule, die wir eben gesetzt haben, ihr seht es jetzt, das ist ein exklusives VIP-Geschenk. Ja, zum Kauf von 1000 Diamanten, bla bla bla, ne? Geschenken wir dir eine östliche Graseule für deinen Zoo. Ja, sehr schön. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Die läuft ja da rum. Die ist ein bisschen klein, würde ich sagen.
Was man da genau noch machen kann, das tue ich erstmal alleine herausfinden. Also wenn man die anklickt, ne, das gucke ich mir alles mal in Ruhe an. Und werde das dann euch berichten, sobald ich genau weiß, was hier eigentlich Sache ist. So, das verschieben wir jetzt nochmal. Also jetzt, heute ist ja so viel dazugekommen. Ich bin jetzt noch gar nicht dazu gekommen, groß was zu machen. Außer halt um den Zoo zu kümmern. Und hier können wir jetzt auch erstmal gratis reinschmeißen. So. Gratis ist drin. Ja, jetzt haben wir das immer noch. Und, ah ja, stimmt. Deswegen. Das wollten wir ja. Ups. Ach mal. Das wollten wir ja hier platzieren. Komm, mach nicht so. Mensch. So. Jetzt. Schön. Ja. Ging ja nicht, ne? Da muss ich noch rausfinden, warum das nicht geht. Können wir denn noch was anderes bauen? Vielleicht ein Gehege, dass wir dann beim nächsten Mal... Wow, ich könnte einfach noch mehr von diesen... also ich kaufe jetzt erstmal noch 2 Tröge. So, die sind wichtig, ne? Die brauche ich auf jeden Fall. Dann kaufe ich auch noch ein paar Gehege. So, die sind ja dann quasi da hinten drin. So, was kaufe ich noch? Hab ich. Da gibt's nichts. Hier. 3 habe ich. Hier möchte ich auch noch einen Trog kaufen. Also ich gebe jetzt mein Geld einfach mal aus. So. Hier gibt's auch schon was. Ja, mega. Kaufe ich auch einfach. Ich bin hier einfach am Kaufen. So, Geld ist weg. Geld ist weg. Hier kaufe ich auch die 3 Bäume. So. Einen Baum will ich nämlich direkt mal aufstellen. Nur damit das direkt mal klar ist hier. Ah, nein. Wollen wir uns nicht angucken. Nee. Ich will mir keine Dings angucken. Ich werde jetzt die Tannen... Wo stelle ich die denn hin? Falls du mehrere verkaufen möchtest. Ich will keine verkaufen. Ich will die aufstellen. Ah, okay. Du kannst das Objekt Waldgehege benötigt. Ach, das kommt in ein Gehege. Ja, na klar, dafür habe ich es ja auch gekauft. Ich Trottel. Ne? Gut. Dann kaufe ich... Hey! Ah, ich muss hier erstmal mich mit zurechtfinden. Also es ist nicht so einfach. Dann kommen hier erstmal diese Sachen rein. So. Oh! Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine Auszeichnung erhalten. Gehegefachmann. Baue 5 Gehege-Dekos. Belohnung 2000 Münzen, 500 Experience Points. Ja, sehr schön. Abgeholt. Und das stellen wir auch noch dahin. Oh, 10 Besucher! Yes, Baby, yes. Wir haben 10 Besucher. Toll! Ich hoffe, den Grießkram. Genau, das ist jetzt hier der Typ. Nehmen Sie das Grundstück, aber helfen wird es Ihnen nicht. Sie werden trotzdem scheitern. Na klar, man kennt es. Man vergrößert sich und scheitert trotzdem. Ein ungebetener Gast. Das war nur Anfangsglück. Sie werden kläglich scheitern mit diesem Flohzirkus. Flohzirkus. Also. Ach, man kann sich nicht selber aussuchen, welchen Bereich, sondern man kriegt den einfach dann. Ja,
Weiter rauszoomen kann man nicht. Ah, das ist auch ein bisschen schade. Ich würde natürlich gerne ein bisschen mehr rauszoomen können. So, die Eule, die wird immer alleine sein, glaube ich. Also, ach, die tut mir ein bisschen leid. Ja, wartet mal. Habe ich noch einen Trog für... Nee, nee, das ist definitiv der falsche. Hier. Tada! Bitte sehr, Panda. Wollen wir dich füttern? Sollen wir dem Panda richtig gutes Essen geben? Ich meine, ey. Nee, er kriegt gratis Futter. Oh Mann, er kriegt einfach gratis Futter. Nun gut. Wir sind erstmal raus. Ah, das sind die Sachen, die man erreichen kann. Wir sind erstmal raus für heute. Ihr seht, geht ganz schön schnell voran. Ich muss mich ganz schön zurückhalten, dass ich nicht einfach weiterspiele. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge dann. Ciao, ciao.